Erobern dieser Gewissheit ist das Ziel der Erkenntniswissenschaft, dieser Selbsterkenntniswissenschaft. Und all die Werke, die ich angeführt habe, dieses Basiswerk von Rudolf Steiner, das ist ein Jahrtausendwerk, und auch die anderen Werke, die in diesem Studiengang vorkommen, zeigen, wie das geht. Aber gehen müssen wir selber. Sie zeigen, wie das geht, aber das muss man herausfinden. Und man kann dieses Buch nehmen von Steiner und versuchen, damit zu gehen. Das ist eine Möglichkeit. Es ist ein wunderbarer Gang, aber ein schwerer Gang. Es gibt deshalb systematisch ausgearbeitete Lehrgänge, mit denen geht es sich leichter, weil das eben systematisch geht und weil es geführt ist. Aber trotzdem müssen wir uns diese Erkenntnis selber erobern, zu wissen, wo ich diese Instanz finde, welche das ist und wie ich sie erobern kann. Das ist der Weg, den jeder von euch selber gehen muss. Aber in unseren Lehrgängen können wir zeigen, wie das geht, und das machen wir auch. Also, bevor wir an die Frage nach Gott gehen, müssen wir diese Frage finden, denn wenn wir eine Antwort zu Gott finden, müssen wir wissen, ob sie stimmt. Also wir müssen herausfinden, wie kann ich diese Frage nach Gott denn wirklich beantworten? Wie geht das, damit ich mir sicher sein kann, dass es die Wahrheit ist? Das ist das Wesen, Aufgabe und das Wunderbare der Erkenntniswissenschaft, und zwar der Erkenntniswissenschaft, die wir holistische Erkenntniswissenschaft nennen, nach Dr. Rudolf Steiner. Nicht das, was an den Universitäten heute im Philosophiestudium als Erkenntnistheorie gelehrt wird. Das ist nicht korrekte Erkenntniswissenschaft. Und dort werdet ihr auch diese Instanz nicht finden. Man wird euch dort nicht zeigen, wie Erkenntnis wirklich geht. Bitte versucht das, weil ich habe das angedeutet, dass das für mich eine Essenz ist in meinem Leben jetzt mit 69 Jährchen. Versucht diesen Gedankengang nachzuverfolgen und für euch nachzudenken und es ernst zu nehmen, dass das entscheidend ist vor jeder anderen Frage nach Gott, weil sonst wird jede Antwort auf eine Frage nach Gott keine Gewissheit sein für euch. Sie wird euch nicht wirklich etwas bringen. Und in dem Zusammenhang kommt dann natürlich die Frage, ja, wer bin ich denn eigentlich? Es macht keinen Sinn, nach Gott zu fragen, bevor wir nicht nach uns selbst gefragt haben. Und dann eben die Frage, wie finde ich heraus, wer ich bin? Und welche Fähigkeit ist es in mir, eine solche Frage anzugehen, nach Gott oder nach mir? Welche Fähigkeit brauchen wir, brauche ich, um herauszufinden, wer ich bin, und dann Gewissheit zu haben, dass das so ist? Und dann die Frage anzugehen, wer ist Gott? Und die Gewissheit zu haben, dass das so ist. Welche Fähigkeit brauchen wir dazu? Und viele von euch werden sicher die Antwort längst kennen, weil es immer wieder dieselbe Antwort ist. Diese Fähigkeit ist das wissenschaftliche Denken und Arbeiten. Es ist die Methodik der Wissenschaft. Denn Wissenschaft ist das, was Wissen schafft, was Wahrheit schafft. Und ganz wichtig, Wissenschaft ist nicht Naturwissenschaft. Naturwissenschaft ist eine Wissenschaft, aber sie ist nicht die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist die universelle Methodik, um an Wissen zu gelangen, und zwar aus sich selbst heraus. Und natürlich kann uns die Naturwissenschaft, das ist klar, keine wirkliche Antwort auf die Frage nach Gott geben. Vielleicht hilft sie uns etwas beschränkt, das mag sein, aber sie kann uns keine wirkliche Antwort geben, weil die Naturwissenschaft beschäftigt sich mit der Materie. Wir haben aber festgestellt,
dass diese Instanz außerhalb der Materie liegen muss. Es gibt keinen anderen Weg, die Frage nach Gott zu klären, als durch den Weg der Wissenschaft. Und ich weiß es, und wir wissen immer wieder, dass es Widerstand gibt gegen den Begriff Wissenschaft. Warum? Weil man diesen Begriff der Methodik der Wissenschaft immer verwechselt mit der Naturwissenschaft. Und das ist nicht die Wissenschaft, das ist nur eine Wissenschaft. Wer kann uns davon abhalten, wirklich der Wissenschaft zu vertrauen? Und da gibt es Menschen in den bestehenden Religionen, die mögen uns davon abhalten wollen, weil sie sagen, du kommst nur über den Glauben zu Gott, über Wissen, das geht so und so nicht, also vergiss die Wissenschaft. Vielleicht mögen auch Naturwissenschaftler uns abhalten wollen davon, weil sie eben materialistisch denken und sagen, das geht so und so nicht und Gott gibt es eh nicht. In den Religionen sagt man dann heute, das können wir nicht der Wissenschaft überlassen, weil die Wissenschaft kann Gott nie finden. Das ist ein Dogma. Und die Frage ist, warum sagt man das? Weil man die Wissenschaft eventuell nicht verstanden hat oder weil man an der Macht bleiben will, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Das ist ein Grund, dass eben Religionen immer noch daran hindern, der Wissenschaft zu vertrauen, weil sie sagen, die Wissenschaft ist inkompetent für die Frage nach Gott. Der zweite Grund, das habe ich schon angedeutet, ist aber, dass Wissenschaft immer gleichgesetzt wird mit Naturwissenschaft. Und natürlich kann Naturwissenschaft die Frage nach Gott nicht beantworten. Haben wir schon angedeutet. Heute versteht man unter Wissenschaft im Wesentlichen Naturwissenschaft und Mathematik, das, was man berechnen kann. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Wissenschaft, die der Materie. Wir wissen aber nun aus der Erkenntniswissenschaft, die eine Wissenschaft ist und die sogar die Grundlage aller Wissenschaften ist, denn sie beschäftigt sich erst mit der Frage, was ist denn eigentlich eine wissenschaftliche Erkenntnis und wann ist sie Wahrheit und wie kann ich hier vertrauen, wie geht das überhaupt? Das nennt man die Erkenntniswissenschaft. Und diese Erkenntniswissenschaft beinhaltet die sogenannte Wissenschaftstheorie, nämlich die Frage, was ist denn Wissenschaft? Und da erkennen wir, was Wissenschaft ist, das weiß man heute. Es ist eine bestimmte Methodik, die aus drei Schritten besteht. Das will ich heute aber nicht weiter ausführen, da gibt es genug Videos dazu. Und diese universelle Methodik der Wissenschaft kann angewendet werden auf alle Bereiche des Lebens. Auf die Materie genauso wie auf den Geist, auf das Leben, auf die Gesellschaft. Das ist die Methode der Wissenschaft. Und wir nennen die Anwendung auf die Materie die Naturwissenschaft und die auf den Geist die Geisteswissenschaft. Einfach in dieser Unterscheidung. Und natürlich, das ist klar, muss, wenn es das gibt, eine Geisteswissenschaft uns entscheidend helfen bei der Frage nach Gott. Die Naturwissenschaft kann das nicht. Also, diese nächste Erkenntnis ist auch fundamental. Wenn wir eine Antwort auf die Frage nach Gott haben wollen, müssen wir den Weg der Wissenschaft gehen. Wenn wir wissen wollen, was oder wer Gott ist, müssen wir diesen Weg gehen und die Beziehung herausfinden. Wenn wir das nicht wollen, weil uns Wissenschaft vielleicht zu schwierig ist, dann sage ich nach meinem Wissen und Erkenntnis, dann wirst du eine Antwort auf Gott nicht finden. Du magst irgendjemand glauben, aber du wirst kein Wissen haben. Du wirst nicht diese Instanz in dir gefunden haben, die dir sagt, das ist die Wahrheit. Also wenn du die Wahrheit finden willst, und das muss jeder mit sich selber ausmachen, dann bleibt nur der Weg der Wissenschaft. Und da finden wir diese drei wunderbaren Werte von Wahrheit, Wissen und Gewissheit. Die werden wir heute nicht klären, das machen wir an anderer Stelle in den Lehrgängen. Wahrheit, Wissen und Gewissheit, das liefert uns die Erkenntniswissenschaft. Wir lernen, was das ist und wir lernen,
wie wir Wahrheit, Wissen und Gewissheit finden. Denn wir wollen Gewissheit über Gott haben und keine Ungewissheit. Wenn wir nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen, das habe ich schon angedeutet, werden wir immer zweifeln. Der Zweifel wird immer in uns da sein. Und was macht der Zweifel in uns? Fühlt selber einmal hin, er lähmt uns. Die Wahrheit, die Wissenschaft verleiht unserer Seele Kräfte und Flügel. Und der Zweifel stutzt die Flügel und der Zweifel lähmt uns in den Kräften der Seele. Zweifel schwächt unsere Seelenkräfte und unseren Mut und unsere Zuversicht und unsere Hoffnung. Deshalb liegt ein großes Versprechen in der Wissenschaft, speziell in der Erkenntniswissenschaft, in der Selbsterkenntniswissenschaft, denn das ist immer Selbsterkenntnis, dass wir hier Mut, Zuversicht und Hoffnung und Vertrauen und Gewissheit finden können. Das ist mein Versprechen. Das ist die Erfahrung. Und das ist das, was ich vermitteln will, was wir empfehlen wollen, darüber ernsthaft nachzudenken. Ohne diese Erkenntnis, die ich versucht habe, jetzt in den ersten Teilen dieses Vortrages euch weiterzugeben, ohne diese Erkenntnis, und die muss eure eigene werden, da kann man nicht dem Axel Burkhardt oder irgendjemand glauben oder dem Bruder Steiner, die müsst ihr euch erarbeiten, das ist ganz wichtig, damit dieser Zweifel nicht kommt, damit ihr wirklich Klarheit bekommt. Nur dann, wenn man das erkannt hat, dann kann man den Weg auf die Frage nach Gott betreten. Dann macht diese Suche Sinn. Sonst macht sie, liebe Freunde, keinen Sinn, weil ihr werdet nie Gewissheit haben über Gott. Wenn also überhaupt eine Antwort auf die Frage nach Gott möglich ist, dann nur auf dem Weg, erstens über die Erkenntniswissenschaft. Das ist der erste Weg, weil unsere Erkenntniskraft müssen wir kennenlernen und Vertrauen gewinnen zu einer Kraft, die außerhalb der Materie liegt. Die Religionsvertreter, klar, die werden sagen, nein, 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 da gibt es nur den Glauben. Auch Martin Luther und auch heute die Religionsvertreter sagen, da kann es keine Gewissheit aus einer Wissenschaft geben, da gibt es nur den Glauben. Es kann keine Gewissheit aus Wissen über Gott geben. Du musst glauben. Ja, wir können es uns einfach und bequem machen. Wir können erstens sagen, ich glaube dieser Behauptung der Religion. Dann geben wir uns zufrieden damit, niemals Wissen über Gott zu bekommen. Es bleibt immer in einem Glauben. Und dann kann sich jeder die Frage stellen, will ich das? Wenn einem das ausreicht, völlig in Ordnung. Und auch diese Frage muss ein jeder von uns für sich beantworten. Wie wichtig ist mir die Frage? Und wir können uns dann auch fragen und vielleicht selber einmal hinfühlen innerlich, was macht es denn mit mir, wenn ich einfach nur glaube? Wie fühlt sich das an, diese Ungewissheit, die immer mit Glauben verbunden ist? Wollen wir nicht Wissen haben, weil Wissen uns sicher macht? Prüft das für euch selber nach und fühlt hin. Euer Denken und Fühlen wird euch eine Antwort geben, wenn ihr ehrlich seid.